Jo, servus Leute, was geht bei euch ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Diesmal reagieren wir wieder halt live auf ein Musikvideo. Da am Freitag ja ordentlich Musik rausgekommen ist, dachte ich mir, ich reagiere einfach mal auf ein paar Videos. Das erste Video habe ich ohne dieses Stream-Dings gemacht. Jetzt mache ich es aber mit und wir legen einfach direkt los. Digga, so jetzt. Ich muss gerade die Aufnahme neu starten, weil mein Mikrofon nicht an war. Voll scheiße. Alles klar, los geht's. Der Kari Feature Jamule. Jamule höre ich nicht so besonders, aber der Kari habe ich eine Zeit lang gehört. Mal schauen, wie es wird. Der Beat gefällt mir. Baby, unsympathisch, wie du mich liebst, eine Beauty Queen. Ich will dich artisch und unberührt, wäre für dich Queen. Ja, ich muss aber zugeben, es hört sich halt gleich an wie deine anderen Musikvideos, wie seine anderen Songs. Und da ich ja die anderen Songs auch schon gehört habe, denke ich oder gehe ich mal stark davon aus, dass das Sample auch kopiert ist von irgendwelchen amerikanischen Künstlern oder anderen Rappern. Aber das ist auch nicht so, das ist auch nicht die Sache, Sinn der Sache des Videos. Aber ich finde schade, dass so viel mittlerweile kopiert wird. So, das ist nichts mehr Selfmade großartig. Nur wenige Künstler, aber mal weiter. So schlecht ist der Anfang jetzt auch nicht, aber ich hätte so. Das wäre schon auf jeden Fall geiler gewesen. Ja, du wirkst so panisch, so faszinierend. Hübsche Lady. Baby, Moonlight Dreams. Ich suche nur dich. Schau, die verfluche mich nicht. Ein richtiger Party-Song. Also, den kannst du locker in der Diskothek pumpen. Hundertprozentig. Gibt richtig gute Vapes, also Vibes ab. Nennt man das so, Vibes? Schau, die betäubt sich mit Gift. Sie geht nicht mit den Freundinnen mit. Geiles Greenscreen, sieht sehr gut aus. Auf einmal bist du gläubig, du Bitch. Lila Pulver liegt zerstreut auf dem Tisch. Hab was für dich. Hängen auf dem Rooftop, spüren dich sein. Ich muss aber auch sagen, der Kari ist einer der wenigen Rapper heutzutage, die viele gute Reime haben. Es gab auch Tage, wo er richtig schlechte Reime hatte, aber hier sind gute Reime dabei. Ich weiß aber auch nicht, ob er einen Ghostwriter hat. Kann ich nicht sagen. Ich denke mal schon, dass er seine Texte selber schreibt. Ich meine, irgendwo ist da die Kunst dabei, ne? So, es muss einen Grund haben, warum PA Sports ihn gesigned hat. Und ich denke nicht, dass er gerne Künstler signed, die kopieren. Macht keinen Sinn. Übrigens auch ein sehr geiles Auto im Hintergrund. Ich feiere diese Autos richtig hart. Sie sind so geil, diese Autos. Sieht so geil aus. Ich liebe diese Autos. Also die Jacke gefällt mir auch sehr. Von der Farbe. Ob ich sie tragen würde, weiß ich nicht, weil sie so fett ist, aber sieht schon nicht schlecht aus. Ich glaube, der Mule ist so leicht im Hintergrund zu sehen, verschwommen. Ja, also ich sag mal, bis jetzt kann ich sagen, wirklich ein guter Song. Würde ich jetzt nicht Dauerschleife hören. Ist halt nicht mein Fall, aber es hört sich auch nicht schlecht an. Ja, bei Jamule kann ich nicht viel zu sagen, so ohne ihn zu haten. Er hat viel Musik gemacht, habe ich gesehen. Ich habe mir halt die Releases angesehen, aber ich sage nur halt die Titel. So, ich habe mir halt immer so gesehen, ah, er hat was Neues hochgeladen. Ich habe mir ein, zwei Songs angeschaut, weil die halt von PA Sports gesigned sind. Und PA Sports ist, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Künstler und hat auch sehr viel geschafft. Und er hat zwar die eine oder andere Platte nicht mitgenommen, aber
Dennoch kann man sagen, er ist ein OG. Er ist einfach ein OG und da kann man echt nichts zu sagen. PA Sports ist schon eine Rakete. Nur bei manchen Künstlern, die er gesigned hat, muss ich ehrlich zugeben, hat er komplett versagt. Yakari ist ein gutes Signing gewesen. Heißt aber nicht natürlich, dass ich ihn dauerhaft höre. Ich habe ihn vorher immer gehört, eine Zeit lang. Ich habe seine Musik durchgesuchtet, wirklich. Jetzt aber gar nicht mehr momentan. Es ist halt eine Geschmackssache, eine starke Geschmackssache. Und da noch irgendwas zu finden, wo man sagt, Alter, das höre ich mir jetzt wirklich sehr oft an, das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Aber die haben gute Produzenten. Der Beat ist geil, der ist wirklich geil, der hat so Sommer-Vibes. Der Sommer ist ja fast vorbei und es kommt ja auch bald Winter. Weihnachten steht ja auch schon bald vor der Tür. Ich weiß, es sind nur noch ein, zwei Monate oder so. Aber trotzdem, Leute, es geht so schnell vorbei. Deswegen rede ich jetzt schon von Weihnachten. Alter, Bro, wie schnell die Zeit vergeht, musst du mal überlegen. Ja, gute Reime sind dabei. So die eine oder andere hübsche da draußen, also von den Frauen, die werden das sowieso feiern. Aber ich als jemand, der sich in der Rap-Branche ein bisschen auskennt, muss sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre der Song ohne Jamule besser gewesen. Ich weiß es nicht. So, ich meine, das ist alles Geldsache, ne? Geld spielt dabei immer eine Rolle, auf jeden Fall. Das sage ich, weil ich es selber halt oft gemacht habe. Musik aufnehmen, Studio-Session, alles. Das ganze Thematik halt, ne? Was mich mal interessiert, ist Jamule Türke oder ist er Libanese? Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare so. Was ist der für ein Landsmann? Das interessiert mich mal. Der hat eine geile Kette an, ey. Echt nicht. Boah, die Kette gefällt mir sehr. Aber dieser North Face, diese Strickjacke, wenn das eine Strickjacke ist, die sieht auch geil aus. Boah, also der Farbton, das ist ja unmenschlich. Das ist ja richtig geil. Aber diese Lady hier, ey. Crazy. Just crazy, Bro. Das sind ja alles Models, musst du bedenken, ne? Das sind alles Models. Der Beat hat auch, bevor der Song zu Ende geht, so einen leichten 90er-Vibe. So, der spiegelt die 90er irgendwie. Da ist so ein leichter 90er drin, mit diesen Pam, Pam, Pam. So, wisst ihr, was ich meine? So dieses, hört doch mal rein. So auf 90er angelehnt. Das erinnert mich richtig krass an die 90er. Die haben ja auch so einen Rhythmus verwendet. Das feiere ich auch. Dann haben die das safe gesampelt, Digga, hundertprozentig. Ja, Leute, also meine Gesamtbewertung ist von der Skala von 1 bis 10 gebe ich dem Song eine glatte 7. Warum 7? Also was mir gefallen hat, ist halt das Sample. Das Sample hat mir sehr stark gefallen. Was mir allerdings nicht gefallen hat, ist, dass man heutzutage wirklich nur noch Songs samplet und ist nicht so eigenproduziert. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe auch hier und da mal einen Song gedroppt, der gesampelt war, weil ich mal meinen. Ich wollte immer mal versuchen, wie ich so drauf bin. So, wie höre ich mich darauf an? Und ich muss sagen, sowas macht Spaß.
weil du gleichzeitig so einen Vibe in deinem Kopf drin hast und dir so denkst, boah, geil. Weil die alte Musik von früher, müsst ihr verstehen, die ist, hat ja immer schon ihren besonderen Vibe gehabt und die Leute feiern das ja immer noch, weil die Musik einfach legendär ist. Und deswegen nutzen das auch viele Künstler heutzutage für ihre Musik. Die macht ja auch ordentlich Streams und damit machen die auch ordentlich Geld. Und halt Zuschauer oder wie nennt man das, Aufrufe bei Spotify, iTunes oder was weiß ich, wo noch dieser. Aber so diese Musik wiederzukriegen ist schwierig. Also die zu remastern, sage ich mal. Es gibt auch Hits von den Rappern, aber da sprechen wir jetzt nicht von Life is Pain, da sprechen wir vom Ganzen. So, und heute geht es an diesem Video noch um der Karre und der Mule. Und wie gesagt, eine glatte 7 von mir. Die letzten drei Punkte hätte ich gesagt, ja, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also, entscheidet ihr mal, schreibt es in den Kommentare, liked das Video und kommentiert, ich habe es gerade eben schon erwähnt, ihr wisst, was ich meine, kommentiert unter dem Video, was ihr von dem Song haltet. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch den Song feiern werden, weil die halt sich nicht so gut in der Musikbranche auskennen. Ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber ich komme aus der OG-Zeit, wo man früher noch diese alten Schlager, nicht nur Schlager, Schlager ist ja deutsch, wo man noch diese 90er-Musik gehört hat von den Amerikanern. Die Amerikaner ist ja die Hauptquelle der ganzen. Und sowas zu remastern ist schwer. Das ist wirklich sehr schwer, weil dazu fehlt dann einfach die Energie, die da drin war, diese Liebe, weil da war ja auch so, man hat richtig gemerkt, da ist Kraft drin, da ist einfach viel Kraft drin gewesen. Und du hast es auch in den Kopf gehört, so, es geht nicht aus dem Kopf raus. Du kannst die Musik auch in 100 Jahren hören, die werden trotzdem gefeiert. Aber sowas werden die Leute vergessen. Aber jetzt ist ja deren Hype, die haben nach einem Tag über 80.000 Klicks gemacht. Schön und gut. Ist ja eine geile Zahl, echt. Naja, okay, wiederum für die Zukunft viel Erfolg und mal schauen, auf was wir als nächstes reagieren. Jeden Freitag wird er gedroppt. Wie gesagt, Leute, nicht zu vergessen, liked das Video und kommentiert, was ihr sehen wollt. Und abonnieren nicht vergessen. Und teilt das Video mit euren Friends. Haut rein. Ciao.